Okay. Seid ihr ready? Skippen wir den Start immer oder nicht? Ja, ich glaube schon. Hallo Wurmli, guten Abend. Wir müssen uns wieder einen Text ausdenken, mit dem wir Leute scammen. Wir schreiben so Spam-E-Mails und hoffen, dass die Leute darauf reinfallen, um uns Geld zu geben. Shit. Oh Gott. Irgendwie sieht alles gleich aus. Hold up. Easy Leads. Right. Neue Kampagne erstellen. Sehr geehrte Mann und Frau. So eine Spam-E-Mails haben oft Schreibfehler. Sehr geehrte Damen und Menschen. Ich bin es. Ihr Sohn. Ich habe kaputt Auto und stecke fest in andere Land. Brauche dringend Geld für Reparatur. Bitte, Vater und Mutter, helft eurem Sohn, Schrägstrich, Enkel, Schrägstrich. Nee, helft eurem Sohn, Schrägstrich, Enkel. Was sollen die ganzen Schrägstrich Neffe? Schrägstrich Neffen. Okay. Risk-free. Da müsst ihr so ein paar Schlagwörter rein, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich Geld kriege. Risk-free, guaranteed win, no time, special offer, please, I need help, for real. Okay. Nein. Okay. Wir haben eine 44%ige Erfolgswahrscheinlichkeit. No scam? Ah, okay. No scam. Und dann ganz viele Punkte, als ob es gelogen ist. Immer noch 44%. Nehmen wir? Harpy, dankeschön für den Raid. Hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Hallo. Geehrte? Warte mal, Sebi. Das ist der einzige Schreibfehler, der dir auffällt? Du hast dir das hier alles angeguckt. Und der einzige Schreibfehler ist Geehrte, den du entdeckt hast. Was ist mit sehr geehrte Damen? Was ist mit stecke fest in andere Land? Was ist mit Reparatur? Bruder, bin gerade erst gejoint. Ja, vielleicht nimmst du dir Zeit und liest erstmal meinen ganzen wunderschönen gescammten Text und untersuchst alle schönen Schreibfehler. Appreciatest alle extra gezielt gesetzten Schreibfehler, bevor du dir so tust, als ob ich nicht wüsste, wie man Geehrte schreibt. Du Ficker. Okay, perfekt. Continue. Das schicken wir jetzt immer so Leuten und dann schreiben die entweder, oh mein Gott, nein, Sohn, bist du es? Ich gebe dir Geld. Oder sie schreiben, making money off children, cool bro. Ah, du ziehst kleine Kinder ab, echt coole Sache, Bruder. Arschloch. Wir probieren den nächsten zu scammen. So. Scheiße, ich bin ein bisschen eingerostet, ne? I'm pogging right now. Ich glaube, der hat uns Geld gegeben. Nebenher müssen wir den Browser öffnen. Kann sein, dass wir die ersten Male draufgehen. Ich entschuldige mich jetzt schon. Hier immer wieder nebenher die Leute anschreiben. Ähnlich wie bei Welcome to the Game untersuchen wir den Text auf versteckte Passagen. Die sind hier aber wesentlich einfacher zu finden als in Welcome to the Game. Das sind ganze Sätze, die markiert werden würden, wenn da etwas versteckt wäre und wir drüber hovern. I'm being watched. Oh, da draußen ist ein Stalker. Hey, du Stalker! Ich komm dir gleich mal raus.
Hast Glück, dass abgeschlossen ist. Die verschwinden, wenn wir das Licht ausmachen. So ungefähr. Aber wenn das Licht aus ist, kommen Dämonen. Und Hitmen kommen auch. Es gibt Auftragskiller. Apropos. Hier können wir uns Pillen kaufen. Nice. Haben wir genug Geld für eine Pille? Noch nicht. Doch, jetzt schon. Wir haben direkt eine Pille gekauft. Ein bisschen Medizin können wir für später gebrauchen. Untersuchen weiter. Hier ist bestimmt irgendwas versteckt, Chat. Gibt Geld, wenn wir das cracken. Vielleicht ein Bild? Ist ja nichts. Chat. Hier sollte eigentlich was versteckt sein. Bin ich doof? Wieso finde ich es nicht? Hier. Okay. Jetzt wird die Seite gehackt. Wenn das funktioniert, kriegen wir ein bisschen Geld. Wie viele Dämonen waren es? Nur einer, ne? Ein Dämon ist nicht so schlimm. Schlimm wird es, wenn es mehr als einer sind. Okay. Free Stuff? Ja, ich brauche Free Stuff. Gleich bei 100%. Fetter Geldboost. Lecker, lecker. Okay, wir sollten ganz kurz. Ich habe Angst vor den. Licht ist wieder an, richtig? Ja. Nee, wartet mal. Jetzt, okay. Wir müssen nebenher auch auf unsere geistige Unversehrtheit aufpassen. Wir werden gehackt. Wir müssen die Reihenfolge 0011 finden. 0011. So easy. Good job. Good job. Wir können jetzt Sachen upgraden. Wir haben XP bekommen. Plus 5% Chance, dass unser Scam funktioniert. Plus 20% mehr Bezahlung, wenn der Scam funktioniert. Okay. Markov schreibt uns. Markov sagt, ein Killer ist hinter uns her. Der hört auf den Namen Piven Forever. So. Chat. Wie läuft denn das nochmal? Wir müssen jetzt nach Piven Forever suchen, right? Mit dem Scanner, richtig. / scan. Finn Forever. Ich weiß nicht, wo die Stalker bleiben. Wir wechseln mal wieder. Von hell in dunkel. Okay. Linked IT haben wir gefunden. Da hat unser Killer auch einen Account. Das ist gut. Irgendwelche Dämonen? Sehe keine. So, sein Name auf linked. Wie viele Dämonen sind es? Drei? Oh nein! Wir brauchen das Licht! Schnell! Verschwindet, Dämon! Jetzt müssen wir eine ganze Weile das Licht anlassen, damit die Dämonen wieder verschwinden. Drei Stück sind tödlich. So, dein Name ist Pawn-F0R-Ever. Da bist du. Jetzt haben wir sogar deine Adresse. Das ist doof gelaufen für dich, mein Freund.
Das ist sehr doof gelaufen für dich. Jetzt müssen wir nur noch eines machen, nämlich wir müssen die Webseite finden, wo die Auftragskiller sind. Und dann heuern wir einen Auftragskiller an, um den Auftragskiller zu töten. Bevor er aufbricht, um uns platt zu machen. Das ist die Idee. Hier haben wir wieder was zum Hacken, gibt Geld. Nebenher scammen wir. Licht bleibt erstmal an. Rechts unten seht ihr unsere geistige Unversehrtheit. Ab 100 sind wir tot. Jetzt sind wir bei 70. Läuft gut, oder? Oh, shit. Ein Stalker. Hey! Sofort weg mit dir. Improve your victim list. Plus 10% Chance, jemanden zu scammen. Nice, das ist gut. 71. Sind wir noch gut dabei? Ja, ne? Was ist, wenn es zu viele Stalker werden? Ab 3 Stalkern bist du auch tot. 0101 Chat. Easy. Kein Problem. Murder for Hire. Das ist gut. Das ist die Webseite, wo wir Auftragskiller engagieren können. Jetzt müssen wir nur... Wartet. Hier. Porn Forever. Wir fragen den jetzt, wie viel Geld er haben wollen würde. 0,020 Ethereum für den Anschlag. Okay. Porn Forever wird gleich aus dem Verkehr gezogen. Gute Arbeit. Wir scammen weiter irgendwelche Leute. Sehr geehrte Damen und Menschen, ich bin es, Ihr Sohn. Ich habe kaputt Auto und stecke fest in andere Land. XP kostet das. Fuck. Ma'am, bitte verschwinden Sie aus meinem Badezimmer. Da kriegt mehr Gänsehaut. So, uploaded. Hit accepted. Wenn wir jetzt nochmal auf das Dokument gucken hier, sehen wir Status von unserem Ziel, tot. Der Typ, der also auf uns angesetzt wurde, wurde platt gemacht. Ausgezeichnet. Es ist aber schon ein neuer Killer unterwegs, nämlich You Like Fish Sticks. Hm. You Like Fish Sticks also. Tja. Den müssen wir natürlich auch auf den Zahn fühlen. Scan you like fish sticks. Nachgucken, wie viele Stalker bisher da sind. Ich sehe keinen einzigen. Wie geht's unserer geistigen Gesundheit? 76, ist noch okay. Ich werde beobachtet. Oh, 3, das ist nicht gut. Sofort das Licht aus. Okay. Wie wär's, wenn wir die Zeit kurz nutzen, um draußen die Medikamente zu holen? So. Wir nehmen die aber noch nicht. So weit, so gut. Ja, wir kaufen die Webseite. Da können wir dann nochmal ein bisschen extra Geld machen. Der Typ hat einen Crypto-Bros-Account. Da suchen wir gleich nach seinen Informationen, damit wir ihn auch... Damit er auch aus dem Verkehr gezogen werden kann. Oh shit, ups. Mit dem müssen wir ganz kurz chatten, mit dem Fox City Diner. Der hilft uns dabei, diese Webseite in Betrieb zu nehmen, mit der wir dann nochmal so ein bisschen Leute...�
Damit wir da noch mal ein bisschen Leute scammen können und mehr Geld kriegen. Find the required binary pattern. Okay, nochmal. 001100. 001100 da. Easy. Nice. Okay. Ah! Ich bin nicht so schnell. Tut mir leid. Haben wir schon die Crypto-Bro-Seite? Nee. Scheiße. Wieso nicht? Oh, 95. Shit, wir müssen sofort unser Zeug nehmen. Let's go. Die Webseiten tun unserem Zustand nicht gut, die machen uns wieder verrückter. Luxury Shop. In diesem Luxury Shop kann man irgendwie auch Geld machen, aber das habe ich noch nicht ganz gecheckt, wie. Das hat auch wieder wehgetan. Hier ist was, das wir hacken können. Gibt Geld. Umgebung beobachten. Soweit alles gut. Wie geht's unserer geistigen Gesundheit? 75 schon wieder. Verdammte Kacke. Das sieht gar nicht mal so gut aus. Wir brauchen mehr Crypto-Bro-Zeug. Hitman? Ja, das Problem ist, ich muss erst seine Informationen kriegen. Seine Adresse. Und um seine Adresse in Erfahrung zu bringen, brauchen wir erstmal eine Webseite. Wir wissen, dass You Like Fish Sticks bei den Crypto Bros einen Account hat. Hatten wir die Webseite nicht schon von den Crypto Bros? Ist das Block Analysis? Nee. Hier müssen wir später zurückkommen, sobald wir die Crypto Bros gefunden haben. So läuft das. Stop the Stack Pointer, das schaffe ich nicht. Wir verlieren Geld. Das ist schwierig. Das ist so schwer. Ah! 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 Ah, na, so knapp! Nein, mein Ethereum, Digga. Ich hab kein Geld mehr, ich kann ihm nicht mehr leiden. Und die Dämonen kommen. Also, wenn wir das getroffen hätten, wäre geil gewesen. Aber wir haben nicht getroffen. Entsprechend sind wir kurz davor zu sterben. Tut mir leid, Chat. Crypto Bros. Nice. Ein bisschen zu spät, leider. Hier geben wir jetzt den Namen You Like Fish Sticks ein. Dann bekommen wir seine Krypto-Adresse. Und damit können wir jetzt auf die andere Seite gehen. Zu Block Analysis. Wir müssen jetzt aber 0,025 ausgeben, um seine Adresse in Erfahrung zu bringen. Soweit, so gut. Und dann müssen wir nochmal einen Hitman bezahlen. Dafür haben wir, glaube ich, nicht mehr genug Geld. Das heißt, wir müssen weiter scammen. Okay. Wir sind auf 90 geistige Gesundheit. Wir sollten erstmal Medizin holen, sonst sterben wir daran, dass wir über 100 gehen. 0,075. Oh, das können wir uns sogar holen. Okay. Wartet, Chat, wir benutzen die ganze Zeit das andere Ding nicht. Ich bin so doof. Wir haben dieses Proxyware freigeschaltet. Ah! Das müssen wir viel öfter benutzen. Ich bin so eingerostet. Okay. Tiger Knee. Nach dem müssen wir gleich suchen. Ein Stalker draußen. Alright. Scan. Wie hieß der? Targeny? Irgendwie so? Shit.
Scan Tiger. Nee. Ja. Alright. Reihenfolge merken. Unten, Mitte, unten, oben, unten, mit, unten, Mitte, unten, oben, rechts. So können wir dieses Programm upgraden und dann wirft das ein bisschen mehr Geld ab. Das ist ganz nice. Okay. Er hat einen Linked-Account mit XX Tiger. Bitte, Dämon, weicht von mir! Bitte! Ich bin noch nicht bereit zu sterben! Was? Wer seid ihr denn? Hallo! Ey, wir müssen hier sofort raus, Chat. Wir sterben. Wir sind auf 99. Ganz dringend die Medizin nehmen. Irgendwie versuchen, an Geld ranzukommen. Und den zweiten Hitman vergraulen. Alright. So weit, so gut. Echo. Echo, Echo. 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 Hallo. XX Tiger XX33. Okay, wir haben seine Adresse, Chat. Uff, das hat aber auch Nerven gekostet. Was ist hiermit? Wir machen wieder Minus. Stopp, mach Geld. Plus, 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 plus. Okay. Okay. Wie heißt die Webseite von dem Killer, Chat? Hitman for Hire. Oh, okay. Selbsterklärend. Solange diese Augen mit mir reden, bedeutet das, dass keine Stalker da sind. You like fish sticks. Wie viel Geld will er haben? 0,03. Ich bin weit davon entfernt, genug Geld zu haben dafür. Lecker. Jetzt können wir hier das ganze Geld verkaufen, das sich angehäuft hat. Jetzt haben wir 0,06. 0,006. Aber wir brauchen 0,03. Wir haben nicht genug Geld für den Hitman-Chat. Die haben aufgehört, mit mir zu reden. Mr. Dämon, bitte, ich muss in den PC. Cold? Der Dämon streamt. Das hier ist eine Webseite, die ist wichtig für den Abschluss des Spiels. Wenn wir hier was hacken können, gibt es fette Kohle. Also vielleicht finden wir ja was. Da. Das könnte uns retten. Allerdings sind wir etwas spät dran. Könnte sein, dass der Hitman kommt, bevor wir genug Geld haben. Ich mach mir da so ein bisschen... Ich hab da so ein bisschen Angst, Chat. Not gonna lie. Was haben wir gesagt? 0,03? So viel Geld. Wieso ist so viel, wo soll ich so viel Geld hernehmen? Oh, ihr seht nicht, wie viel Geld wir haben, ne? Moment. Ich muss mich wieder so ein bisschen hoch machen. Links unten seht ihr, wie viel Ethereum wir haben. 0,01. Was immer noch nicht genug ist. Aber wir könnten jetzt hier verkaufen. Immerhin haben wir 3000 Customer. Wir pushen noch ein Update.
Mehr Efficiency. Echo. 3000 Kunden mit dieser App. Wenn wir jetzt verkaufen, rettet uns das den Arsch? Dämonen hier? Wie viele seid ihr? Nur einer? Zurück in die Hölle mit dir. Verkaufen. Bang. 0,03. Wir haben genug. Hitman for Hire und dann You Like Fish Sticks töten. Aber zackig. Bevor er uns holt. You Like Fish Sticks. Nice. Nebenher wieder Leute scammen. Wir brauchen Geld, Chat. Und updaten. Wir haben doch wieder ganz viele XP, Alter. 80 XP, Chat. Okay. Alright. Hat's geklappt? You Like Fish Sticks is dead, Chat. Wir leben noch. Wir sind noch im Spiel. Das ist großartig. Hey, hör auf, Licht anzumachen. Sofort aus. 71, geistige Gesundheit. Uns ging es schon mal besser, so ist nicht. Wir verlieren lauter Leute. Jetzt geht das wieder nach oben. Soweit, so gut. Wie viel brauchen wir nochmal für Medizin? Die nächsten Tabletten kosten 0,01. Da sind wir auch ein Stück weit entfernt. Wieder ein Update pushen. Das erhöht immer, wenn wir diese Skillchecks schaffen von der App. Dann erhöht sich die Effizienz und damit das Geld. Links, rechts, unten, rechts, unten, Mitte, links, rechts, unten, links, rechts, unten, Mitte, Mitte. Nice. Okay. Ihr scheiß Dämonen, hört auf damit! Chat. Was machen wir? Wir sind schon auf 79. Wir haben nicht genug Geld für Medizin. Wenn ich eine Webseite aufrufe, die unsere geistige Unversehrtheit wieder beeinträchtigt, dann sind wir dem Tod noch etwas näher. Aber vielleicht finden wir auch ein bisschen Geld. Was ist das hier? Upload Selfie. Ich habe keine Selfies. Der nächste Killer könnte schon wieder auf uns losgelassen worden sein. Ja, yeah. Deadass. Nein. Noch ein Killer. Scanner. / scan deadass. 95. Oh no. Ich befürchte, wir sind so ein bisschen RIP, ihr Süßen. Mm. 96. Oh oh. Dude. Hey, ihr Augen, wie geht's euch? Meinte, ich kann... Wisst ihr was, wir machen wieder Licht an, okay? Ihr sagt mir Bescheid, wenn die Stalker da sind. 0,01. Warte, wir können es kaufen. Es fehlt nur ein ganz kleines bisschen. Schnell. Instagram, deadass. Okay. 97, Chat. Oh oh.
Es ist gerade 0,016. Ich habe noch nicht genug. Es fehlt nur ein ganz kleines bisschen. 98 geistige Gesundheit. Oh oh. Oh oh. Okay, wir haben es gekauft. Aber es dauert noch ein bisschen, bis es geliefert wird, Chat. Bei 99 renne ich raus, okay? Und wir warten draußen. 99. Okay, wir verkaufen hier. Ja, ich laufe wieder raus. Ich hau ab. Wir bleiben hier stehen, bis die Medizin kommt. Vorher kriegt mich niemand mehr in die Wohnung rein. Draußen kann nichts passieren? Keine Ahnung. Bisher bin ich draußen noch nicht gestorben. Da ist es. Ich hoffe, wir werden nicht getötet beim Reingehen. Wir sind auf 101. Echo, 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 Echo. Dude. Okay, Echo. Nice. 0,08 kostet Echo, das. Echo, wir kaufen uns direkt noch eins. Let's go. Das ist nur einer. Echo, Echo, Echo. Echo, Echo. 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 Okay, Chat, also. Echo. Unser Killer hat Instagram, ne? Der neueste, der dritte jetzt. Echo, Echo, Echo. Reihenfolge merken. Schwierigkeitsgrad hart. Echo. Ganz rechts oben, zwei nach unten. Echo. Ganz rechts oben, zwei nach unten. Echo. Zwei nach unten, nicht eins nach unten. Echo. Dummerchen, Dummerchen. Echo. Dummerchen, Dummerchen. Dumm, dumm. Dumm, 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 dumm. Ja. GG. Chat, ihr spielt mit dem Feuer. Echo, Echo, Echo. Instagram. Deadass. Browse. Echo, Echo, Echo. Wir müssen weiter unser Scam-Zeug benutzen, Chat. Wir schreiben zu wenig Leuten. Scammen, scammen, scammen. Upgraden, upgraden, upgraden. Proxyware. Echo, Echo, Echo. Wir haben nicht genug XP. Oh, okay. Echo. 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 Das war wieder der Typ in meinem Stuhl, aber ich bin aus Versehen in den reingelaufen diesmal. Ups. Alright. Chat, was haben wir gefunden? Ein Video? Echo. Wo bringen wir ein Video hin, Chat? Moment, ich muss mal kurz ins Menü. Video auf Geolocator. Waren wir schon auf geolocator.onion oder env.onion? Nee, ne? Wir haben jetzt so ein bisschen... Wir haben ein paar Informationen bekommen bezüglich unseres Auftragskillers. Ein Video von dem. Und das Video können wir entweder auf Geolocator oder auf Env einspeisen. Und die würden uns dann wiederum seine Adresse geben oder, weiß ich nicht, die Umgebung nennen, in der das aufgenommen wurde. Und die Information könnten wir wieder in eine andere Webseite einpacken. Wir brauchen geolocator.onion oder enf.onion. Eine dieser beiden Seiten, damit wir den Auftragskiller aufhalten können. Schnell. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Okay. Oder bin ich da schon drüber gestolpert? Nee, bin ich nicht. Und ihr war nichts versteckt? Sicher? Oder habe ich einen Fehler gemacht?
Scheint nichts da zu sein. 76. Push-Update. Ah, diese Stackpointer sind nervig. Fuck. Okay. Aha! Ja! Oh, das war aber auf der äußersten Ecke. Okay. Wieder geupgradet. Sehr gut. 3 ist noch Medizin, ne? Wir haben extra Medizin bestellt. Die sollten wir auch holen. Wir sind wieder auf 92. Okay, wir gehen kurz raus. Hoffen, dass der Auftragskiller nicht auf uns wartet. Hallo Black Mooney, guten Abend. Ja, 93, Zeit für Medizin. Oh, wir haben sogar zweimal hier. Oh, uns geht's ja richtig gut. What the heck? Nice. Wir haben extra Medizin. Check Module. Okay, Chat. Damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Module. Mit denen kann man auch irgendwie Geld machen. Aber bisher haben wir in keinem Run versucht, darauf zuzugreifen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen sollten, damit wir so ein bisschen den Dreh rauskriegen für zukünftige Runs. Oder ob das keine gute Idee ist, während der Killer uns im Nacken sitzt. Mit Modulen lässt sich irgendwie Geld machen. Wartet mal, das steht hier noch irgendwo in den Notizen. Module. Checker Modules? Buying Checker Module multiplies your credentials. You have one module, Amazon, by default. After buying the second one, you can reuse all your credentials on the new module. It's very profitable when you run out of credentials with current modules. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Checker App can be found at position around 26. It consumes credentials and gives you cracked accounts. Also es gibt hier eine Checker App, die haben wir noch nicht. Die gibt mir gecrackte Accounts von anderen Leuten. Und die kann ich verkaufen im Dark Hub. Diese App ist ja profitabel, ist ein guter Weg, Geld zu machen. Sehr profitabel. Especially with board checker modules. Remember to use XP to upgrade it. Okay, aber bevor wir uns darum kümmern, sollten wir uns erstmal dem Hitman widmen, korrekt? Ja. Das bedeutet, wir lassen das erstmal. Wir suchen nach einer Webseite, wo wir Geolocation Services. Nice. Hier können wir das. Oh. Warte, das waren schon mindestens 2. Licht aus. Ja. Hier können wir das Video hochladen. Deadass, dieses Video kostet 0,047. Oh mein Gott. 0,047. Wie soll ich denn? Wo soll ich das ganze Geld hernehmen, Digga? Verkaufen wir? Die Aktien fallen eh. Wir verkaufen. Nochmal. Jetzt haben wir. Wir hätten ihn fast gehabt. Er war ein bisschen zu schnell. Deadass. Okay, ich hole mir kurz Schokolade. Oh. Tut mir leid. Oh. Ist halt, die Hitmen werden immer schwerer, ne? Den ersten kann man direkt schon durch eine einzige Webseite wegscheuchen, abwimmeln. Beim zweiten sind dann schon mehr Webseiten nötig und beim dritten erstmal eine Weile suchen, bis Instagram, dann hast du Instagram. Ne, erstmal Krypto. Erstmal seine Kryptoadresse,
dann irgendwie Instagram oder nur, ach, keine Ahnung, auf jeden Fall wird es immer komplizierter, Chat. Oh. Wie wäre es, reif mit Pfecker anzufangen? Was Problem ist? Checker ist irgendwo um Homepage 26 herum. Das könnte 23 sein, das könnte 34 sein. Sorry fürs Sabbern. Das heißt, wir könnten versuchen, auf gut Glück einfach am Anfang direkt in der Area zu suchen, aber dann fehlen uns die Webseiten für den ersten Killer. Die sind ja irgendwo am Anfang. I don't know. Meint das ein gutes Strat, wenn man damit anfängt? Bisher wirkt es auf mich so, als ob das Spiel so konzipiert ist, dass du halt dich wirklich durcharbeitest. Von eins an. Zuerst kommt die Webseite für den ersten Auftragskiller, dann kommen automatisch die Webseiten für den zweiten Auftragskiller, dann kommen automatisch die Webseiten für den dritten Auftragskiller. Andere Einkommensquellen. Komplett von neu? Ja. Trinken, ja, danke fürs Ändern. Sollen wir erstmal sollen wir das mal probieren? Hello. I am selling high quality drugs just for you. Good offer. Good price. But only for a short amount of time. Be quick, be smart. It's risk free after all. It also comes with a guaranteed win if you buy within 10 minutes. Nein, within 2 minutes. Wir wollen ihn unter Druck setzen. Noch irgendwas? Prozent. Drogen kommen sehr gut an. Oh. Wartet. Das muss ich mir speichern. Wo ist mein Notizzettel? Die Drogen benutze ich ab jetzt immer. Okay, habe ich gespeichert. Das ist ja richtig gut, ey. Continue. So. Okay, ihr habt vorgeschlagen, dass wir direkt um Homepage 26 herum gucken. Machen wir das doch mal. Das gab erstmal Damage. Fuck you, blöde Webseite. Hier könnte was versteckt sein. Haben wir am Anfang schon XP? Nee.
90%. Fettkohle, nice. Wartet mal, kann ich überhaupt skippen? Es ist egal, wo ich draufklicke, Chat. Es kommt immer in der gleichen Reihenfolge. Kann das sein? Huch. Ja, ich glaube schon. Man muss sich nach oben durchkämpfen. So sieht's aus. Ich habe die ganze Zeit auf 26 gedrückt und krieg die gleichen Webseiten wie auf 1, 2, 3. Warte, ist hier nichts versteckt? Blöde Ratte. Warte, bei der Ratte ist nie was versteckt, oder? Nee, doch, einmal habe ich was gefunden. Ich glaube, das ist random. Okay. Hey, hör auf, mein Licht auszumachen, du blöde Kuh. Linked IT. Dafür, dass wir eine hohe, dafür, dass wir eine 54%ige Überzeugungsquote haben, schreiben die mir aber ganz oft böse Sachen. I'm being watched. Oh ja? Hey, wer beobachtet mich hier? Du da, hör auf damit! Hä, wieso ist der immer noch da? Achso. So, ne? You received a new message. Unsere Medizin draußen ist da. Lassen wir erstmal. Upgrade. Bang. Bang. Diesmal sind wir so schnell, Chat. Ich bin, seht ihr, nach einer Runde bin ich halt schon wieder halbwegs drin, viel routinierter. Wir machen automatisch mehr Kohle hier. Läuft doch gut. Nochmal kriegt uns der Hitman, der dritte, nicht dran. Kannst du bitte von meinem Bett runter? Meine Güte, was soll das denn? Puh, immer noch 40 XP. Wo soll man das reinballern? Mehr Scam Reward? Hört sich gut an. Let's go. Okay, der Hitman ist jetzt... Der Erste ist unterwegs. I Wander. Doofer Name. Slash Scan I... Warte mal, wie hieß der? Hat der eine Zahl drin? Fuck. Ja, eine 3 statt E. Alright. Murder for Hire. Wir haben schon die Hitman-Seite gefunden. So weit, so gut. Ja, ich will's kaufen. Jetzt will der Typ wieder gemeinsame Sache mit uns machen. Unser ehemaliger... Der ehemalige Kumpel. Das kann ich leider nicht skippen. Den muss ich immer wieder zurückschreiben. So, unser Auftragskiller, sehe ich gerade schon, hat einen Account bei LinkedIT. Stop! Stop it! Please. Okay, erstmal weg damit.
Kann ich so oft drauf drücken, wie ich möchte? Warte, es passiert nichts, wenn ich gewinne, ne? Shit. Whoops. Linked hier. Da können wir direkt gucken. Moment. Sein Name hier ist 1wander-523. Dann haben wir seine Adresse und können jetzt direkt schon jemanden vorbeischicken, wenn wir wollten. Müssen wir aber nicht. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Wir haben ja relativ schnell herausgefunden, was los ist. Reihenfolge finden. 110100. Scheiße, was? 110100. Scheiße, Chat, ich bin diesmal blind. 110. Ah! Chat! Hier! Oh Mann, scheiße, diesmal war ich ein bisschen langsam. Oh, wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Scheiße nochmal. Stop. Hier werden gerade Kunden generiert. Das ist gut. Wir upgraden ein bisschen. Success Chance, sicher. Whatever. Okay. Wir können noch ein bisschen auf den Webseiten rumcruisen. Das war nicht so gut. 99. Whoops. Raus hier. Wenn man einmal so eine Webseite erwischt, die es nicht gut mit einem meint, kriegt man da plötzlich 10, 11, 12% oder so. Auf die Psyche draufgeknallt. Nicht gut. So. Nicht genug Geld? Ad is already running. Ach so. Da läuft noch Werbung. Ich verstehe. Wir hacken hier kurz. Und danach vernichten wir erstmal den ersten Auftragskiller. Alright. Sollte ich die Dämonen zurückholen? Maybe. Ist doch nur ein Dämon. Das ist nicht so schlimm. Webseite ist gleich gehackt. Hier machen wir nebenher Geld. Pushen immer wieder ein Update, damit die Efficiency hochgeht für mehr Geld. Links, links, unten, oben. Links, links, unten, oben. Ich habe ein gutes Gefühl diesmal. Um nicht zu sagen, ein sehr gutes Gefühl. Hitman for Hire, Zeit den Typen zu töten. Sein Name war I Wonder. Kostet 0,02. Haben wir easy genug. Der wird umgebracht. Wir scammen weiter. Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist inzwischen richtig hochgebufft. Okay, Typ wurde aus dem Verkehr gezogen, soweit so gut. Könnte allerdings sein, dass der nächste schon unterwegs ist. Ist er.
Cryptic God. Aha. Alright. Rechts unten. Mitte oben. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Okay. Scan a cryptic god. So, Chat, das sieht gut aus. Hier kann man auch Sachen verkaufen, aber ich habe das noch nie ausprobiert, Dude. Sollte ich das machen? Hier Sachen kaufen und die woanders verkaufen? Nein, das ist mir zu stressig. Wir bleiben bei den anderen Sachen. Mit denen habe ich jetzt inzwischen mich arrangiert. Yep. Ist das Spiel leichter geworden? Ah. Oben links. Oben links. Bam. Oben links. Bam. Bam. Scanner. Der Typ hat... Das sind zwei. Machen wir das Licht wieder an. Psyche bei 69. Er hat einen Crypto Bros Account. Crypto Scam ist nicht Crypto Bros, oder? Nee. Bei Crypto Bros waren wir noch nicht. Also suchen wir weiter. Let's go. Shit. Ich hab nicht gut Geld. Dann verkaufen wir eben. Wir werden noch neue Medizin kaufen müssen. Crypto Bros. A Cryptic God suchen. Wir haben jetzt hier seine Adresse. Warte mal. So. Und damit können wir zu Block Alices. Hey, der beobachtet uns. Sollte weg sein. Ja. 0,025 haben wir. Search. Nice. Okay, hold up. Jetzt wird's wieder ein bisschen komplizierter. Wir haben einen anderen Username gefunden, nämlich LoveLife. Das heißt, wir geben jetzt hier ein /scan LoveLife. Dann hat er wahrscheinlich ein Instagram-Profil oder so, oder bei LinkedIn. Irgendeine Adresse. Wir waren auf 72, jetzt sind wir auf 88. Aua. Zeit für Medizin. Okay, ist auf dem Weg. Trauen wir uns noch weitere Webseiten aufzumachen mit dem Zustand? 98. Oh, scheiße. Fuck me. Ich muss gleich rauslaufen. Bei 99 renne ich raus. Linked. Ich muss raus. Ich sterbe sonst. Fuck this. Ich werde nicht drauf gehen. Machen wir das Licht noch aus? Schma. Okay. Dankeschön, Black Money, by the way, für den 4. Monat. Danke, King of the Lion, für die 2 Monate. Danke, Unicorn Eddie, für die 18 Monate. Und Dankeschön für die Follows. Eine neue Nachricht? Ja, ich muss gleich mal gucken, wer uns geschrieben hat. Aber wäre ich drin geblieben, in der Wohnung kann uns das killen mit der Psyche. Solange wir nicht am PC sitzen und draußen sind, sollten wir safe sein.
Ich hätte wahrscheinlich die Medizin etwas früher bestellen sollen, war risky. Risky! Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass wir zweimal hintereinander eine Webseite kriegen, die es schlecht mit uns meint. Das war super ungünstig. Okay. Das Ding ist gehackt bald. Das gibt gut Geld. Und dann gehen wir auf Linked. Und gucken uns den Namen LoveLife738 an. Bang. Jetzt haben wir seine Adresse. Bestellen uns den Hitman. Und haben den Auftragskiller Nummer 2 aus dem Weg geschaltet. A Cryptic God. Er will 0,03. Haben wir gerade so genug Geld für. Let's go. Scheiße. Was? Das habe ich vergessen. Mist. Da muss ich öfter nachtragen. Oh Mann, das habe ich zu lange vernachlässigt. Wir haben bestimmt voll viele Kunden verloren. Mist. Wie sieht's mit den Stalkern aus? Ich sollte vielleicht auch dunkel machen, oder? Oh fuck, das waren mindestens 2 jetzt. Okay. Hit not accepted, not enough money. Oh, weil ich mir Werbung gekauft habe. Oh oh. Wieso habe ich mir Werbung gekauft? Bin ich doof? Jetzt haben wir genug Geld. Ich hoffe, das klappt noch rechtzeitig. Haha, wäre doof, wenn wir draufgehen auf diese Art und Weise. Nein, danke. Okay, wer hat uns geschrieben? Der nächste Killer, Green Knight, heißt er. Hit not accepted? Was? Warum? Oh mein Gott, ich bin so doof, Chat. Ich darf mir nicht... Oh mein Gott, wir sterben, weil ich das immer wieder verkacke. Ich bin super doof. Keine Werbung kaufen, bis der Hitman bezahlt wurde. Echo. Shut up. Scan Green Knight. Müssen uns ein bisschen ranhalten jetzt, ich hab verkackt. Ich war zu gierig. Ich wollte hier immer mehr Kunden haben, damit ich da steinreich werde, aber das hat mich Zeit gekostet. Bekommen wir viel Geld raus? Ja, aber nur, wenn wir lang genug überleben. Und durch Zeitverschwenden spiele ich da so ein bisschen mit. Hit accepted. Okay. Soweit, so gut. Weitere Website angucken? Nein. Medizin. Jetzt schon bestellen, damit ich nicht warten muss, wenn es wichtig wird. Bang. Sollen wir direkt nochmal? Wisst ihr was? Wir kaufen nochmal Medizin. Zweimal. Echo. Okay. Er hat einen Instagram-Account. Waren wir schon bei Instagram-Chat? Echo. Diesen Run noch nicht, ja? Wir werden es aber bald finden, keine Sorge. Wir sind dran, wir sind dran. Echo. Echo. Bisschen verkaufen. Neue Werbung kaufen. Kurz mal upgraden. Echo. Ein Update raushauen. Oh, das wird schwierig. War doch nicht schwierig. Das ist Instagram, right? Nee, das ist nicht Instagram. Echo. Wo ist Instagram, Dude? Ohne Instagram haben wir ein Problem, Chat. Echo. Instagram! Sehr gut. Echo. Green Knight 7850. Echo.
gechillt bei mir, seid ihr sicher? Okay, wir haben ein Bild gefunden, right? Mit dem Bild machen wir jetzt Folgendes. Ich bin mir sicher. Was machen wir mit dem Bild? Wartet, das können wir nachgucken. Warte, war es ein Foto oder ein Selfie? Shit, was stand da? Hat jemand aufgepasst? Er hat uns gegeben ein Foto. Okay. Beim Foto müssen wir auf geolocator.onion. Geolocator. Haben wir das schon? Geolocator. Ich sehe es nirgendwo. Weiter. Wir können gleich wieder Pillen nehmen, alles gut. Geolocation Services, nice. Kaufen und Green Knight 7. Ne, shit, das Foto. Wie heißt das? Docs. Da war's. Ah. Foto 106.png. Search. Währenddessen Medizin nehmen. Zack, zack. Habe ich sie noch nicht abgeholt? Oh, oh. Wenn wir reinkommen, machen wir das Licht wieder an, um die Dämonen abzuwehren. Medizin nehmen, Licht anmachen, ransetzen und die Suche nach dem Hitman zu Ende bringen. Ich hatte noch Medizin da liegen. Warum habe ich sie nicht genommen? Oder habe ich zweimal Medizin bestellt? Nee, ich hatte doppelt bestellt. Alles gut. Okay, wir haben seine Adresse. Wir können ihn umbringen. Oh. Let's go. Green Knight. Wie viel möchtest du? 0,045. Hey, Chat, diesmal kriegen wir so viel Geld. Weil ich irgendwie, guck mal, ich achte diesmal auf dieses Ding hier. 10.000 ist irgendwie Maximum. Ich kaufe immer wieder Werbung und verkaufe, sobald wir bei 10.000 Kunden sind. Ich krieg gerade so viel Geld reingespült. Und die Updates, wir kriegen so viel Geld, Chat. Wieder verbessert. Wir kriegen so viel Geld. Wir sind so reich. Die werden uns nie wieder was können, die blöden Killer. Nie wieder. Wir sind frei. Okay, der Typ ist gekillt worden. Nice. Uns geht's gut. Wir leben. Ja. Haha! Ist noch jemand unterwegs? Nee, Green Knight war der Letzte. Wir haben ihn gerade weggebatzt. Uns geht's gerade gut. Jetzt ist kein Hitman hinter uns her. Wir können einfach nur die Webseiten angucken, Spaß haben, das Spiel so ein bisschen genießen. Hier so ein Checker-Module. Wollen wir das kaufen? Keine Ahnung. Ich hab Geld. Warum nicht? Kaufen wir. Hab ich noch nie gehabt. Lass uns das mal angucken. Haha! Ja! Warum läuft der Run so gut? Ich habe keine Ahnung. Wir kaufen neue Werbung. Bei 10.000 verkaufen wir wieder. Oh. Hey. Oh, zwei Leute. Oh, drei. Oh, Mann. Die können uns umbringen, wenn es zu viele wäre.
Ist das von den Machern von Welcome to the Game? Nicht, dass ich wüsste, nee, aber die haben sich da sehr inspirieren lassen. Wir ziehen unser Geld wieder raus. Insufficient Funds? Oh, weil ich mir gerade... Oh, das ist ja voll teuer. 0,2, nicht 0,02. Vielleicht will ich euren Shit noch gar nicht. Lasst mich in Ruhe. Ich komme später wieder. Ich habe hier nichts gefunden, was wir angucken könnten. Wir gehen weiter. Hoch. Alles gut soweit, oder? Credentials Checker. Sure. Hallo. Type correct letter sequence before time runs out. Okay. Echo. Nice. Echo. Echo. Was war das? Ist das schlimm? Ist das ein Dämon oder was passiert, wenn es so kreischt? Hallo. Echo, Echo. 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 Okay. Echo. Das hier. I need to find Kappameisters profile and get in touch with him. Yes, yes, yes. Wir könnten nach Kappameister gucken. Theoretisch, wenn wir wollten. Echo. Echo. Kappameister ist ein Typ, der uns verraten hat. Den wollen wir erpressen, sobald wir ihn finden. Da, hier ist was von Kappameister. Contact. Click this link to update my username. What? Wie kann ich mit dem kommunizieren jetzt? Wenn ich ihn hier anschreibe? Kappameister. Wait. Was sind das für Geräusche? What the fuck? Echo. 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 This account has been removed due to TOS violations. Echo. 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 I should be able to chat with Kappameister now. Oh yeah? Echo. 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 Hey, ich hab gehört, du hast einfach so meine Homepage übernommen. Oh, sieh mal an, wer da aufgetaucht ist. Du hast meinen Dark-Up-Account gebannt. Und du hast unsere ganzen, das ganze Geld hast du geklaut. Na und? Du solltest es mir zurückgeben. Oh, sonst passiert was? Ich werde dich umbringen. Oh, oh, oh. Soll ich jetzt etwa Angst haben? Du bist ein fucking Psycho. You've been off the perks for months. You can threaten me how much you can, but in a week or two you're gonna hallucinate. Someone's following you again and you'll disappear for another year, lol. Er macht sich über mich lustig. Echo. The Dark Hub was everything you had. Your only source of income now. You've got nothing. No money, no bitches, no risks, no skills. Good luck trying to hunt me with no cash. Just give up, dude. You got a nice marketplace running, but that was it. You've peaked. You're done. It's time to move on. Get yourself an IT job and get the fuck out of here before I slap your ass. The Dark Hub belongs to me now. Er hat gesagt, er slappt mein Ass. Und Echo.
Und ich soll mich verpissen. Und dass meine Webseite jetzt ihm gehört. Wir haben eine neue Quest. Wir können ihn umbringen irgendwie. Wie? Wie kill ich den? Scan? Oh oh. Das sind drei. Echo. Slash Scan Kappa Meister. Hä, du denkst, du bist sicher Kappa Meister? Niemand verarscht den Schwabbel. Ich habe irgendwie Schiss, dass ich was übersehe und gleich sterbe, Chat. Aber eigentlich geht's uns gut, oder? Er hat einen Linked-IT-Account. Hä, du Vollidiot. Ich werde dich volle Kanne erpressen und oder umbringen. Vielleicht auch beides. Kappa Master Beta. Kappa Master Beta. Cooler Nickname, wenn man 12 ist. Eine Telefonnummer, Chat. Was mache ich mit seiner Telefonnummer? Username, Fullname, Foto, Full Address. Video, Selfie, Crypto Address, Timestamp, Crypto Bros, Instagram, Phone Number, Phonebook.onion oder Leak Scanner. Oder Have I Been Hacked? Haben wir davon irgendwas, Chat? Phonebook, Leak Scanner oder Have I Been Hacked? Phonebook, Leak Scanner, Have I Been Hacked? Phonebook, Leak Scanner, Have I Been Hacked? Haben wir noch nicht, ne? Ich glaube, haben wir noch nicht. Wir müssen jetzt weitere Webseiten durchsuchen, damit wir... Oh shit, aber wartet mal. Was ist mit dieser... Was ist der Checker? You are using version... Liebe Player... Sell cracked accounts at the darkhub.onion. Amazon, 0 von 250 check credentials. Type the name of the module you wish to use. Keine Ahnung. Amazon. Okay, er sucht jetzt was über Amazon. Was ist das hier? Keine Ahnung. Weg damit. 52 Credentials. You have already checked zero combos for the service. Do you wish to start checking? Yes. Der macht jetzt irgendwas im Hintergrund. Von mir aus. Cool. Chat, ich komme nicht hinterher. Es ist zu viel auf einmal. Ja, ich komm nicht mehr. Ich kann, ja, es ist zu viel. It's too much. It's too much. It's too fucking much. Hey. Warte mal, 89? Was hat mich denn da gerade geritten? Chat. Ich hab Pillen genommen. Pillen kaufen ist eine gute Idee, um vorbereitet zu sein. Einer der Dämonen ist jetzt hinter der Tür. Ich weiß nicht, ob der wie der Typ auf meinem Stuhl ist, dass ich den erstmal ignorieren soll, bis er weggeht, weil er mich sonst angreift, wenn ich ihm zu nahe komme, oder ob das die Art von Illusion ist, von Dämon, der mich immer verrückter werden lässt, wenn ich ihn nicht verscheuche. Lass mir ihn in Ruhe, oder... Oh, er ist weg. Hat sich erledigt. Okay. Pillen gleich doppelt kaufen? Gute Idee, ja. Vorher gucke ich doch, ob ich hier was hacken kann. Kann ich. Danach kaufen wir weitere Pillen. Versprochen. Puh, dude.
kurz gucken, ob neuer Hacker, neuer Auftragskiller kommt. Ja, Red Rum. Wir sollten Kappermeister kurz in Ruhe lassen und Red Rum töten, bevor der mich tötet. Red Rum Unterstrich. Nach dem gucken wir jetzt mal. Red Rum Unterstrich. Stop! Licht aus, weil ich Angst vor Stalkern habe. Medizin. Einkaufen. Doppelt, right? Okay. Ganz schön teuer, ey. So, der neue Killer hat einen Linked-IT-Account. Hä, voll Idiot. Dich kriegen wir in 0, nichts dran. XXX unterstrich 876 unterstrich XXX. Wir haben seinen Namen. Was mache ich mit Namen, Digga? Ein Full Name. Phonebook oder Leak-Scanner? Phonebook oder Leak-Scanner? Phonebook oder Leak-Scanner? Hä? Huh? Haben wir noch nicht, Chat. Wir müssen weitersuchen. Hallo, Nelari. Wir verlieren Geld. Oh oh. Oh oh. Hey, warte. Nein, es klappt. Pillen kaufen? Habe ich. Die sind auf dem Weg. Pillen sind auf dem Weg, Chat. Ich komme nicht mehr klar, es ist zu viel auf einmal. Ich habe so viele. Ich hab noch irgendwo dieses Ding hier. All your proxies were blacklisted from login forms. You need to get more. Type slash reset refresh. Warte mal, ich habe hier doch lauter Sachen gefunden. Das sind zwei. Wir brauchen Phonebook oder. Wir brauchen Phonebook oder Leak-Scanner. Diese Webseiten. Phonebook oder Leak-Scanner? Schnell. Sonst killt er uns. Phonebook. Ah! Wir haben ihn. Red Rum. Search by name. Matthews Kiernan. Search. Okay. Und jetzt? Habe ich seine Telefonnummer? Oh no, Diggi. Was will ich denn jetzt mit seiner... Was will ich jetzt mit seiner Telefonnummer? Dann brauchen wir wieder dieses Phonebook. Das habe ich immer noch nicht. Oh nein, 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 nein. Digital Intelligence. What? No. Chat, I don't know. Paket holen? Erst wenn es knapp wird. Okay, ja, jetzt vielleicht. Aber der Hitman ist halt unterwegs. Wir haben halt... Wartet. Also, zuerst hatten wir nur den Namen des Hitmans. Den Namen haben wir dann eingegeben auf Leak-Scanner. Nee, auf Phonebook. Auf Phonebook haben wir dann seine Telefonnummer bekommen.
Phone Number ist hier. Mit der Phone Number müssen wir zum Phonebook, zu Leakscanner oder Have I Been Hacked. Keine dieser Webseiten ist uns bisher begegnet. Du hast Phonebook? Wartet. Mit Phone Number soll ich zu Phonebook? Aber von Phonebook habe ich. Bei Phonebook habe ich den Namen eingegeben. Wartet. Hä? Komme ich über Phonebook an seine Adresse? Nein. Man kann bei Phonebook entweder den Namen eingeben und bekommt dann die dazugehörige Telefonnummer. Oder man gibt die Telefonnummer ein und bekommt dann den dazugehörigen Namen, right? Aber wir haben ja schon beides. Das heißt, Phonebook ist uninteressant. Aus Phonebook haben wir alles rausgeholt. Das bedeutet, wir brauchen entweder Leakscanner oder Have I Been Hacked. Ne? Wahrscheinlich die letzten beiden. Leakscanner und Have I Been Hacked. Das sind unsere Ziele jetzt. Okay. Leakscanner, Have I Been Hacked. Echo. 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 Ich will nicht mehr. Ich will Zelda spielen oder Diablo und dabei Schokolade essen. Leakscanner! Ja, du Ficker, jetzt hab ich dich, aber... pay first? Yes, yes, yes. Was? 0,15? Hab ich nicht. Hä, gib mir ein paar Sekunden, das erledigt sich gleich von selbst. Warte mal, das kostet ganz schön viel. Warum ist das so teuer? Digi, stop. Full name ist... Matthews Kiernan. Wir brauchen 0,15. Haben wir noch nicht. Jetzt haben wir das. Search. Zero leaks found. You should try another service. Warte, stattdessen die Telefonnummer eingeben? Hey, hey! Hat der nach mir geschlagen? Ich habe kaum Geld. Was machen wir? One leak found. IP grabber. This data is associated with an IP address. What? Mit einer IP Adresse muss ich zu Digital Intelligence. Hatten wir das schon? Das hatten wir schon, immerhin. Und was? Request a demo? Logged in as Lucas Timothy. Is this data still accurate? Keine Ahnung. Wohne ich in Ägypten? Weiß ich nicht. Von mir aus... 0,16 Ethereum. Ja, das wird jetzt lustig. Jetzt müssen wir halt irgendwie wieder Cash machen. Chat.
Not enough proxies. Oh, hier kann ich nichts mehr rausziehen. Das ist ja kacke. Wie machen wir jetzt Geld? Oh, ein Stalker. Sollen wir versuchen, uns in den Checker einzulesen? Sollen wir versuchen... Ja, wir sollten versuchen, uns in den Checker einzulesen, oder? Hey, Schwab, ist heute noch mal eine Runde Phasmo drin? Hey, Kerax, boah, weiß ich nicht. Ich glaube, heute wird schwierig. Vielleicht zum nächsten Stream. Phasmo ist lustig. Sunekona, danke für den 10. Monat, by the way. Berserker, danke für den 20. Monat. Keowomi, danke für den 2. Monat. Und Nathar, danke für den 38. Okay. Checker soll richtig gut Geld bringen. Ich habe nur Angst, dass ich zu langsam bin und der Hitman uns kriegt. Aber ohne Geld kommen wir eh nicht voran, ne? Wir sind jetzt auf der richtigen Webseite gewesen. Aber wir brauchen jede Menge Cash, um das betreiben zu dürfen. Okay. 0,16 ist das Ziel, Chat. 0,16. So. Wo kann ich diese Dinge jetzt verkaufen? Moment. GameWiki. Checker ist das, ne? Und da auf dem Dark Hub Web können wir das verkaufen. Dark Hub Web ist das Ziel jetzt. Okay. Dark Hub. Wo ist das Dark Hub Webchat? Bin ich blind? Da, hier, Dark Hub. So. Und die grün hinterlegten Sachen sind gecrackte Accounts. Accounts Market? I sell account. Ist das schlimm? Sellers Bay? What do you want to sell? Accounts. Post your offer. Sell. Account sold. Echo. Hä? Echo. Habe ich jetzt alle verkauft? Einfach so mit einem Klick? Chat, haben wir gerade Geld gemacht? Echo. Oder eher nicht so? Was genau ist passiert? Echo. 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 What do you want to sell? Accounts. Amazon. Yes. Echo. Echo. Type the name. Amazon. Echo. Echo. Yes. Echo. All your proxies Echo. Were blacklisted from login forms. You need to get more. Type Echo. Slash reset to refresh. Echo. Echo. Slash reset, nicht refresh. Echo. 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 Er sagt mir, ich habe noch Sachen, die ich checken kann, aber Echo. Irgendwie funktioniert das nicht. Was mache ich falsch? Echo. Du musst Proxies kaufen. Echo. Echo. Es geht doch auch ohne Proxies, dachte ich. Echo. Wo kriegst du die Proxys her? Echo. Bro, I don't know. Echo. Wir sterben. Echo.
Ich habe keine Antwort mehr. Echo, Echo. Echo, 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 Echo. Bei Proxyware, eine Webseite? Proxyware, hier. Wartet. Wir haben genug Geld. Wir haben genug Geld. Muss erstmal reichen. Hold up. Ich verkaufe gleich wieder. Wir haben genug Geld. Wohin wollten wir? Dick Scanner? Nein. Es ist so spät, mein Gehirn funktioniert nicht mehr. Ich bin so unkonzentriert. Wir haben viel Geld. Wir haben 0,15, das wir gebraucht haben für... Haben wir das gebraucht für den Leak-Scanner? Nein, wir waren schon beim Leak-Scanner und müssen jetzt zu Digital irgendwas weiter. Okay, danke. Digital Intelligence, alright. Echo. So. Und jetzt für 0,16 war es. Oh, okay, okay, okay. Hold up. 0,15. Hätte vielleicht ein bisschen warten sollen. Bye. Und jetzt können wir hier seine IP-Adresse einfügen. 143.61.60.171. Passwort? Nee. Okay, jetzt haben wir seine Adresse. Jetzt könnten wir einen Auftragskiller engagieren. Das war ganz schön viel Arbeit für eine Adresse. Meine Güte. Wie viel wäre der jetzt für einen Auftragskill? Der hätte gerne 0,067. Habe ich sogar. Nee, habe ich nicht. Hab gelogen. Bin doof. Bin Vollidiot. Mir fehlt ein bisschen Geld. Oh. Nein, wartet mal. Die Dämonen waren da, deshalb wollen wir wieder Licht. Wir wollen Licht. Chat. Es fehlt nicht mehr viel, aber... I don't know, man. 0,05 fast. Okay. Ich hatte genug Geld! Ich hatte genug Geld! Okay. 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 Aber wir haben viel gelernt, oder?